Kommandantin Marun stach ihren Säbel durch den Brief und schnitt ihn in zwei. Dann warnte sie mich, dass ihre Klinge eine wahrlich hochwertige Waffe das letzte sein würde, was ich hier sehe, wenn ich nicht sofort den Berg wieder hinunterlaufe. Noch niemals habe ich eine solche Demütigung erlitten und solche Kosten auf mich genommen, nur mit leeren Händen heimzukehren. Ich begreife nicht, was zwischen Ihnen und Ihren Kameraden vorgefallen ist, aber ich bitte Sie dringend, etwas zu unternehmen. Ich fürchte, die anderen Kommandanten werden Ihr Niedergang sein, wenn Sie nicht schnell und entschlossen, Sie sich nicht schnell und entschlossen um Sie kümmern. Vielleicht sogar der Niedergang von Dürgans Batterie. Grüße, Mestre Aneto von Kizora. Also ging der ganze Streit wahrscheinlich um den Stahl selber. Gucken wir übrigens gleich mal, wie groß ist es denn hier. Es geht eigentlich. Also mehr in die Richtung dann. Krisenraum. Oh. Damn you both! My generation built this keep to honor Abaddon, not to further your greed and ambition. Oberkurator Exandro, verflucht zu dir beide sein. Meine Generation hat diese Festung errichtet, um Abaddon zu ehren, nicht um eure Gier und euren Ehrgeiz zu nähren. We're Pergrunen. Our forefathers explored and conquered, but you've stuck us in this frigid hall. Wir sind Pergrunen. Unsere Vorfahren waren Entdecker und Eroberer, aber du hast uns in dieser eisigen Halle eingesperrt. Paved with gold and marble. I won't allow us to abandon our legacy for your delusions. Münzmeister Soltun, die mit Gold und Marmor verkleidet sich. Lass nicht zu, dass wir dieses Vermächtnis für deine Wahnvorstellungen opfern. No, you'll peddle it away to line your pockets. How much have you made selling our steel, Sultan? Nein, du verkaufst es lieber, um dir die Taschen zu füllen. Wie viel hast du mit deinem Verkauf unseres Stahls verdient, Soltun? Again with your lies. You think I don't hear you turning the others against me? These walls echo and... Und wieder deine Lügen. Glaubst du, ich höre nicht, wie du die anderen gegen mich aufwiegelst? Diese Mauern werfen den Halt zurück und... Enough! I'll send the Forge Guardians on both of you if that's what it takes. Schluss, wer es sein muss, hetze ich die Essenzwächter auf euch beide. Okay, hier sind... Hier, erstmal die drei von gerade eben und ein Rätzken. Und weg sind sie. Produktionsübersicht. Eine Übersicht über die Produktion dieses Monats. 20 Langschwerter, 15 Äxte, 12 Hämmer, 7 Streitkolben, 12 Flegel. 17 volle Rüstungen für Essewächter, 3 zusätzliche. 7, nicht 17. 3 zusätzliche Rüstungen. Wenn die Kommandanten sich zu den Produktionsmengen äußern, erinnere sie bitte daran, dass wir 3 verschiedene Aufträge von ihnen erhalten haben. Vasel, Meisterspiel von Dürgans Batterie. Am Ende der Seite befindet sich eine Notiz in einer anderen Handschrift. Wozu braucht Exandro so viele Essewächter? Behalte ihn im Auge, M. Und eine Schriftrolle des Gebets gegen Fassungslosigkeit. Okay. I will walk unseen. Du glaubst, in diesem trüben, wolkigen Spiegel Bewegungen zu erkennen. Eine gute Arkebuse und etwas Öl. Ist hier vielleicht der Schlüssel drin? Nö. Schwache Zauberbindung, Leiden unterdrücken. It's no trouble. Das kann ich aber auf jeden Fall knacken. There you go. Oh, Robuststiefel. Verteidigung gegen niedergestreckt, plus Angriffe gegen Stoßangriffe. Wo ist das jetzt hingelangt? Ah, hier bei Kanna. Fehlt einem von euch Stiefel? Nein, aber Kanna könnte Stiefel vertragen. Haben wir sonst keine Stiefel?
Sieh nicht danach aus. Und ich muss dringend gucken, dass ich, wenn ich wieder in der Stadt bin, hier was verkaufe. Gut, gehen wir dann in den nächsten Raum. Die Tür lasse ich einfach mal zu. Wieder Esse-Wächter, so wie es aussieht. Also Batterieschildwall. Oh, Gespenst. Wo ist dieser Skill, den ich genommen habe? Ach nee, halt, den habe ich ja gleich genommen. War hier gerade was? Ich habe irgendein Geräusch gehört gehabt. I'm here. Okay. Irgendein Kupferarmband und ein paar andere Sachen. Certainly. Okay, das ist gar kein schlechter Mantel. Aber es tragen alle schon Zeug. Nächster Brief. Kaufvertrag. Du rollst die Schriftrolle aus und siehst eine Liste von Waffen und Rüstungen. Schwerter, Schilde, Brustpanzer und Helme. Alle werden an einen Lykan von Dunrit verkauft. Dieser Vertrag ist unterzeichnet von Kommandant Zoltun, Münzmeister von Durgans Batterie. Mhm. Ah, hier gibt's noch was. Stimme, er hat die Batterie verraten. He's a traitor to the battery. Step lightly. Okay, eine Schatzkammer. Die Leiche dieses Zwerges ist in eine dünne Eisschicht eingeschlossen. Sie ist erstaunlich gut erhalten, auch wenn die Gesichtszüge des Zwergs vom Frost bedeckt werden. Der Zwerg hat ein großes, in Stoff gewickeltes Bündel in den Händen. Wenn ich das mit der Fackel mache, dann verbrennt das Bündel. Also nehme ich lieber Hammer und Meißel. Du bearbeitest geduldig das Eis. Du kommst nur langsam voran, aber schließlich fallen große Eisstücke zu Boden. Immer wieder gemischt mit Stofffetzen und Stücken von gefrorenem Fleisch. Schließlich wird mit dem beruhigenden Krachen das Bündel freigelegt. Hineinsehen. Der Inhalt des Bündels ist größtenteils unbeschädigt. Du findest eine Handvoll geprägter Münzen, einige Papiere und eine Schriftrolle und einen schweren Eisenschlüssel. Eine weitere Suche ergibt sonst nichts. Gegenstand eingerolltes Pergament. Schriftrolle. Kupfer. Schlüssel der Wache. Gut. Kann ich mir das... Achso, ich habe das Pergament. Gut. Das kann hier rein und das Pergament. Warum wird misstrauisch? Ich konnte den Verdacht vorübergehend auf Zoltun lenken, aber sie wird mich im Auge behalten. Ich habe dem Burschen gesagt, sie sollen die letzten Lieferungen bei der Kohle verstecken, in einer Lore am anderen Ende der Gleise. Du musst dafür sorgen, dass sie nach oben kommt. Du hast doch nichts dagegen, dir die Hände schmutzig zu machen. Gregor. Okay, wer auch immer Gregor ist. I suppose it can't be helped. Okay, noch mehr Geld und Tränke. Mehr ist hier drin nicht. I'll see what I can find. Also können wir jetzt hier oben weiter. Da kommen wir nämlich auch hier rum. She'll bring these walls down around us.
Sie wird diese Mauern um uns herum zum Einstürzen bringen. Tische, Schild und eingefallene Steine wurden zu einer undurchdringlichen Barrikade aufgetürmt. Okay, Falle ist entschärft. Just me? Oh, ich bin jetzt etwas erschöpft. I shall be quiet as a calm sea, which is not very quiet. Okay. Gehen wir mal nur zur Aufklärung nochmal hier zurück. Die andere Preisfrage ist, kann ich jetzt auch hier aufschließen? Mit dem Schlüssel? Nein. Margrin's Fire casts light in dark. Stand together! Oh, die Hallen hier werden noch erwärmt. How long before the Commandants come to blows? Did you see the look in Maroon's eye? Exandro had better watch his back. Okay, wie lange noch bevor die Kommandanten sich bekämpfen? Hast du den Blick in Maroons Augen gesehen? Exandro sollte auf der Hut sein. Ort entdeckt, Festsaal. Ja, ich kann auch jederzeit mal das hier benutzen. Aber ja, ich muss sagen, im Gegensatz zu Krekor zum Beispiel, Verräter Feiglinge, ist das hier gerade relativ einfach. Nahkampfschadensbonus. Okay. Ich trage der Macht. Sie trägt auch Macht. Bonus Nahkampfschaden durch Wunden. Okay, das ist besser natürlich. Und ich habe es eh aus Versehen irgendwo in die Truhe gelegt. Hey. I'd be glad to. Not a sound. Außergewöhnlicher Säbel und Zoltan's the only one with sense. Anyone who says otherwise is a fool. That sheet sold our steel and kept the coin himself. Maroon, she won't rest until our corpses decorate the halls. Okay, hier gibt's schon richtig Zoff. Der eine Geist sagt, Zoltan ist der Einzige mit Verstand. Wer etwas anderes behauptet, ist ein Narr. Darauf der nächste Geist. Dieser Betrüger hat unseren Stahl verkauft und das Geld behalten. Maroon. Und der dritte Geist, Maroon. Sie wird nicht eher rum, bis unsere Leichen die Hallen schmücken.
Eine bronzene Amidun-Statue steht über Weihrauchasche und verrosteten metallenen Götzen. Mhm. Also ja, definitiv, hier hat es einen riesigen Streit wegen dem Dirkanstahl gegeben. We've got to survive, by any means necessary. We'll have blood in these halls before long.